Vielen Dank. Ja, einen schönen guten Morgen von mir auch. Zu Hause erstmal und dann auch hier. Ihr dürft euch erstmal setzen. Heute ist ein bisschen anders. Wir machen heute erst die Predigt. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Wir sind fast hier schon selber durcheinander gekommen. So war der Eindruck heute. Aber das Wort passt so super. Das habe ich gar nicht gewusst. Epheser 5. Gott wirkt immer wunderbar zusammen, die Dinge, wenn wir uns ihm hingeben. Und ich möchte noch beten für den Gottesdienst jetzt. Und ihr werdet gleich merken oder spüren oder sehen, warum wir die Anbetung in Lobpreiszeit hinten nach, also danach stellen, weil das hat, hat was mit dem zu tun, was ich euch hier sagen möchte heute. Ich möchte jetzt beten und wir wollen Gott vertrauen, dass er diesen Gottesdienst gebraucht und dass er wirkt, weil er ist lebendig. Halleluja. Vater, wir danken dir, dass du schon hier bist und dass du uns suchst, dass du nach uns suchst, dass du unsere Herzen begehrst, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns füllen möchtest mit deinem Geist. Und das brauchen wir wirklich immer wieder neu, Herr. Wir brauchen diese Kraft in dieser Zeit. Wir brauchen die Kraft von dir, deine übernatürliche Kraft, dein Wirken, deine Salbung, deine Gegenwart, Herr. Und ich danke dir, dass du dich nicht verschlossen hast, sondern im Gegenteil, du hast dein Herz für uns geöffnet. Und du hast die Türen geöffnet, die Türen des Himmels geöffnet, dass wir zu dir stürmen können, dass wir Zugang haben zu deinem Thron, zu dir, in deine Gegenwart, vor dein Angesicht. Und danke, dass wir dir heute begegnen dürfen. Herr Vater, ich danke dir, ich bete jetzt für meine Geschwister, ich bete für uns alle, auch für die zu Hause, Herr, dass wir dir wieder ganz neu, ganz frisch begegnen. Und Herr, wir brauchen das immer wieder frisch, immer wieder neu, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, ich möchte heute lesen aus dem 1. Johannesbrief, erstes Kapitel, und ich habe euch das mitgebracht. Genau. Johannes 1, Vers 1 bis 6, da steht geschrieben, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere, und ich füge noch hinzu, und eure Freude vollkommen sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Halleluja. Es geht heute um Gemeinschaft. Schön wäre es, wenn es geht. Geht irgendwie nicht. Oh mein, ich glaube, die Batterie ist leer von dem Ding. Könnt ihr vielleicht eine neue Batterie noch reinmachen? Weil das Licht ist auch ausgegangen, oder? Ja. Okay. So, erste Panne hier, aber macht nichts. Gott ist trotzdem hier. Der lässt sich nicht beeindrucken, könnt ihr. Genau, es geht um Gemeinschaft mit Gott. Und Gemeinschaft mit Gott ist eine ganz besondere Art des Gebets. Wir hatten hier in den letzten... Oh, super, vielen Dank. Ihr seid super. Wir hatten in den letzten Wochen ja schon über verschiedene Arten des Gebets gesprochen. Vielleicht erinnern sich manche, vor ein paar Wochen haben wir über das Gebet des Glaubens gesprochen, wo es
auch wieder bestimmte Dinge gibt, die man da berücksichtigen muss, dass das Gebet des Glaubens effektiv ist. Letzte Woche haben wir über Fürbitte gesprochen, Gebet für andere Menschen, wo wir uns in den Riss stellen für andere. Und heute geht es einfach um Gemeinschaft mit Gott. Und das ist was ganz, ganz anderes. Und schön, dass ihr heute da seid, dass ihr eure Herzen jetzt öffnet und dass wir das heute zusammen erleben dürfen. Weil ich wünsche mir und ich habe dafür gebetet, dass wir heute nicht nur eine Predigt hören, sondern dass wir genau das zusammen tun, Gemeinschaft mit Gott zusammen erleben. Weil das ist das Größte und Schönste, was es für Menschen gibt. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann beten wir für dich, dass du das erlebst. Und wenn du als Christ noch nicht verstanden hast, dass es wirklich das Größte ist, dann brauchst du auch Gebet. Oder wir brauchen immer wieder Gebet, dass wir das erkennen, wie mega groß und stark Gott ist und wie gewaltig das ist, mit ihm zusammen zu sein. Also Gebet ist der Gemeinschaft oder Gemeinschaft mit Gott ist ein ganz besonderes Gebet. Und wir haben diese Schriftstelle gelesen. Ich gehe nochmal zurück. Das hat der Apostel Johannes geschrieben. Diese Verse sind vom Apostel Johannes. Und wir wissen ja, der Apostel Johannes, der hatte eine ganz besondere, enge Beziehung zu Jesus. Er wird auch genannt der Jünger der Liebe. Und er ist derjenige, wo es heißt, er lag an der Brust von Jesus. Also er hatte eine ganz innige Beziehung zu Jesus. Und der schreibt diese Verse jetzt hier, die wir gelesen haben. Und ich finde es, ich hatte es so auf dem Herzen, ich hatte den Eindruck, wie Gott wirklich diese Gemeinschaft mit ihm so betont. Und der Apostel Johannes, der schreibt aus seiner Erfahrung, aus den Erlebnissen, die er und die er mit Jesus selber gemacht hat, wie er Jesus selber erlebt hat. Und vielleicht lesen wir es nochmal, die ersten Verse. Er sagt hier, was wir gehört und gesehen und was wir selber betastet haben, davon erzählen wir jetzt, vom Wort des Lebens. Jesus ist das Wort des Lebens. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Ja? Und er schreibt es in der Weise, dass er sagt, hey, ich möchte, dass das, was ich erfahren habe, genauso sollt ihr das auch erfahren. Ihr sollt genauso Jesus betasten und erleben und schmecken und hören und sehen, so wie ich das erlebt habe. Und er sagt, es ist möglich. Und er sagt, wir haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn, aber wir wollen auch, dass ihr genau in diese gleiche Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater, mit Jesus hineinkommt. Und er nimmt uns praktisch da so mit rein. Und es hat ein Ziel. Es heißt, damit unsere oder eure, kommt ein bisschen auf der Übersetzung an, aber man kann es auf jeden Fall so übersetzen, damit auch eure Freude vollkommen werde. Halleluja. Und das ist richtig cool, weil manche denken, bei Gott, da ist es so langweilig und manche Christen schauen ja so aus, als hätten sie schon 3 Tage an der sauren Zitrone gelutscht. Ja, so. Und ja, bei uns nicht natürlich, ne? Also hier sind lauter andere Christen. Nein, natürlich kann man auch mal betrübt sein, das ist schon klar, das kann schon passieren. Aber Gott hat uns tatsächlich berufen zu seiner Freude. Ich habe mir gestern gedacht, ist mir eingefallen, aus dem Gleichnis von den Talenten, wo Jesus dann zu dem Knecht sagt, der es richtig cool gemacht hat, der seine Talente benutzt hat und sie eingesetzt hat und sie dann vermehrt hat. Und dann kommt Jesus und er sagt zu dem, hey, sie richtig gut gemacht, du treuer Knecht, gehe ein in was eigentlich? In was soll er eingehen oder wo soll er hinkommen? In die Betrübnis der Ewigkeit, nein, in die Freude des Herrn, ja. Also Himmel scheint ein ziemlich fröhlicher Ort zu sein. Ja? Und wir beten ja, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gott hat vor, dass es hier auch fröhlich wird.
Gott hat nichts dagegen, gegen Fröhlichkeit, gegen Freude. Amen. Im Gegenteil, er hat uns dazu berufen und er möchte uns damit erfüllen. Dies schreiben wir, damit eure Freude vollkommen sei. Vers 4. Und es hat was mit Gemeinschaft mit Gott zu tun. Das heißt in den Psalmen, vor deinem Angesicht, o Herr, ist die Fülle an Freude. Okay, also wenn du das noch nicht erlebt hast, dann warst du noch nicht so ganz bei Gott dran. Ja? Weil wenn wir wirklich Gott begegnen, dann erfüllt er uns mit neuer Freude. Und Freude bedeutet auch in der Bibel Kraft. Die Freude am Herrn, heißt bei Nehemia, ist meine Kraft. Also Freude gibt auf jeden Fall mehr Kraft als Betrübnis, habe ich schon mal gemerkt. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt. Es ist auf jeden Fall gut, sich danach auszustrecken. Und es hat mit Gemeinschaft mit Gott zu tun. Vielleicht gibt es im Moment nicht so viele andere freudige Ereignisse. Vielleicht gibt es nicht so viel Anlass zur Freude im Moment. Weil wenn wir zu Hause eingesperrt werden und vielleicht noch mehr eingeloggt werden und so weiter. Und es ist ja okay, wenn es notwendig ist, aber es ist halt trotzdem echt ätzend. Ja? Und ich weiß, dass echt ganz viele Leute darunter stöhnen und natürlich auch viele auch unter dieser Krankheit leiden. Und dadurch haben wir eben im Moment nicht so viel Grund vielleicht sonst zur Freude. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das lernen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Also das ist schon mal vorbereitend für den Lockdown der nächsten Zeit, wenn ihr alle zu Hause seid und ihr habt keinen Grund zur Freude, dann habt Gemeinschaft mit Gott, weil der darf ja kommen. Amen. Der darf immer kommen. Zum Glück ist der unsichtbar, den können sie nicht, also der darf trotzdem in dein Haus kommen, auch selbst wenn sämtliche Kontakte verboten sind. Gottes Kontakt ist absolut erlaubt und er bleibt auch erlaubt. Den kann man gar nicht verbieten, preis dem Herrn. Und das ist der Allerwichtigste. Genau. Wo sind wir? Okay, ich muss das noch lernen mit dem Ding hier. Okay, wir gehen vorwärts. Genau, das Wort Gemeinschaft hier, was hier an dieser Stelle benutzt wird im ersten Johannesbrief, ist im Griechischen das Wort Koinonia. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Und das heißt eben nicht nur so Gemeinschaft, so man sitzt im Kreis und guckt sich an und es grinst sich ein bisschen an und so, sondern das hat echt eine ganz tiefe und innige Bedeutung. Das heißt eben enge, innige und intime Gemeinschaft. Das wird sogar benutzt in der Bibel für die eheliche Gemeinschaft. Also das ist schon ziemlich eng, ja, würde ich sagen. Also zumindest in gut funktionierenden Ehen sollte das ziemlich eng sein. Also so eng, dass es nicht enger geht, sage ich jetzt mal. Und genau dieses Wort benutzt Gott für die Gemeinschaft mit ihm, ja. Dass wir mit ihm echt ganz eng verbunden sind. Jesus sagt sogar ja an manchen Stellen, dass er in uns ist und wir in ihm sind. Wir sind miteinander richtig verbandelt, sagt man in Bayern. Verbandelt, das heißt verbunden. Halleluja. Wow. Das ist mir echt diese Woche in einem Moment plötzlich gekommen. Jesus ist ein Teil von mir. Und ich bin ein Teil von Jesus. Und du auch. Wow. Und das ist die Art von Gemeinschaft, nach der Gott sich sehnt mit uns. Und es heißt auch noch Vertrautheit, Partnerschaft. Hey, die Partnerschaft mit Gott, mit dem allerhöchsten Gott. Er ist dein Partner, dein Liebespartner. Oder auch Anteil haben. Wir sind Teil voneinander. So weit geht die Erlösung, geht die Errettung Jesu. Er hat natürlich unsere Schuld vergeben und das preist dem Herrn, aber er hat sich auch mit uns verbündet. Er hat einen Bund mit uns geschlossen. Und ein Bund in der Bibel, das ist nicht einfach nur so ein
so ein loses Abkommen, sondern das ist was ganz Enges. Ja? Das heißt, ich gebe alles, was ich habe, und du gibst alles, was du hast, und wir haben das jetzt gemeinsam. Und natürlich ist da noch ein anderer Punkt, ein anderer Aspekt, den ich heute jetzt nicht so direkt beschreiben möchte, aber es geht auch um die Gemeinschaft, die wir lernen müssen, die wir untereinander miteinander haben. Ja? Weil ich glaube, da ist auch noch Wachstumspotenzial. Aber das allererste ist die Gemeinschaft mit dem Vater. Und ich glaube, wenn unsere Gemeinschaft mit Vater, mit dem Sohn, mit dem Heiligen Geist stimmt, dann werden wir auch miteinander lernen, tiefere und engere Gemeinschaft, Beziehung zu haben. Gott ist ein Beziehungsmensch, wollte ich schon sagen. Gott liebt Beziehungen, ja. Also er hat alles dafür getan, dass wir in einer guten Beziehung mit ihm leben. Und tatsächlich heißt es sogar im 1. Korinther 1, Vers 9, habe ich jetzt nicht hier auf der Folie hier, da heißt es, dass wir berufen sind zur Gemeinschaft, zur Koinonia mit Jesus. Wow. Okay. Halleluja. Was bedeutet Gemeinschaft? Es heißt in erster Linie, dass man Zeit miteinander verbringt, ja? Und das kostet eben auch Zeit. Und wenn wir Zeit mit Gott, Gemeinschaft mit Gott erleben wollen, dann braucht es Zeit, dass wir uns Zeit für ihn nehmen. Und dass wir einfach mit ihm zusammen sind. Erstmal ohne irgendwas zu tun. Man muss nicht gleich schon wieder für irgendwas beten oder an irgendwas, für irgendwas planen mit Gott oder, oh, Vorsicht, dein Ding kippt hier gerade runter. Ja. Gut, haben wir gerade noch erwischt. Man verbringt einfach Zeit miteinander. Einfach mal so. Und das müssen wir übrigens auch miteinander lernen als Menschen oder auch in der Ehe oder in der Partnerschaft, dass wir lernen, einfach Zeit mit, ohne gleich mal wieder was zu tun, was zu schaffen. Wir haben oft eher so eine Arbeitsgemeinschaft, ja, aber nicht eine Herzensgemeinschaft, wo man einfach nur miteinander zusammen ist. Und das ist aber so wertvoll. Und da erleben wir die bedingungslose Liebe von Gott, wo man einfach kommt und darf sein, einfach sein, ohne was zu tun. Ja, weil Gott ist echt eifersüchtig auf uns. Also er sehnt sich nach uns. Und ich möchte euch das, habe ich auch eine Bibelstelle mitgebracht in Jakobus 4. Ich finde, die drückt es so hammermäßig aus, wie Gottes Sehnsucht nach dir, nach uns ist. Da heißt es, oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Und der Lebensgeist, also ist unser Geist, ist unser Herz, sagt die Bibel auch. Gott wünscht sich, dass unser Herz, unser innerstes Verlangen ganz ihm gehört. Dass es ihm gehört, ja, dass wir ihm gehören. Jesus sagt nachher, wo euer Herz, wo euer Schatz ist oder wo euer Herz ist, da wird euer Schatz sein oder wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein, das kann man austauschen, dass wir ihn erkennen als unseren Schatz, ja, dass da unser Herz ist bei ihm, weil er ist der größte Schatz, ja. Und ich sage dir noch eins, wenn du Christ bist, dann musst du dich langsam darauf einstellen, dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst, ja. Halleluja. Oh, wow. Und ich glaube, dass der Herr uns schon, ich wollte jetzt gerade vorglühen sagen, ja, dass er uns schon vorglühen lässt für den Himmel hier auf der Erde, dass wir schon die Gemeinschaft, diese Beziehung, die Liebe zu ihm hier auf der Erde schon erleben, damit wir bereit sind, wenn wir dann zu ihm kommen. Er hat vor, uns zu heiraten, seine Braut, seine Gemeinde, seine Kinder. Ich weiß, das ist für Männer immer so schwer vorzustellen, dass Jesus uns heiratet, aber das ist eben auf einer anderen Ebene. Aber genauso so intensiv
wünscht sich Jesus diese Gemeinschaft. Und er ist leidenschaftlich. In einer anderen Übersetzung heißt es eifersüchtig, sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Du bist von Gott geschaffen. Ja? Dein Geist, dein Herz, dein Wesen, du bist von Gott. Du kommst von Gott. Gott hat dich designed, er hat dich geschaffen, er hat dich gemacht, sich ausgedacht. Du bist aus seinem Herzen, ja, geboren. Und er hat dich immer noch im Herzen. Du bist immer noch in seinem Herzen. Das war auch was Gott mir diese Woche plötzlich kam. Ich bin im Herzen Gottes. Ja. Du hast einen Platz im Herzen Gottes. Und übrigens, jeder Mensch hat einen Platz im Herzen Gottes, auch wenn er das noch gar nicht weiß. Und das ist eben das Traurige, dass viele Menschen, die Gott total liebt und für die Gott alles gegeben hat, dass sie das nicht verstehen und nicht erkennen und nicht sich zu ihm hinwenden. Das ist die größte Tragödie der Menschheitsgeschichte tatsächlich. Und die muss Gott aushalten. Er muss es aushalten, alles für jemanden gegeben zu haben und der kümmert sich gar nicht um ihn. Ja? Und diese Liebe wird nicht erwidert, aber seine Liebe bleibt trotzdem. Und deswegen können wir jederzeit zu ihm kommen. Eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, nach unserem Herzen, ja? Nach dieser Gemeinschaft, nach dieser, nicht nur oberflächlich eben. Und das ist tatsächlich was wir lernen müssen und wo Gott uns helfen möchte, dass wir echte Qualitätszeit mit Gott verbringen und auch miteinander. Oftmals eben, wir sind so gewohnt, so Smalltalk, ja, man trifft sich so, hallo, wie geht's und so. Und jeder sagt, oh, gut, eigentlich geht's gar nicht gut, aber man sagt's halt, damit schnell das Gespräch wieder vorbei ist. Weil wenn man jetzt sagt, mir geht's schlecht, dann wird's ja schon wieder ins Eingemachte gehen, ja. Dann muss man ja nach, oh, was ist denn und so weiter. Und oftmals finden halt Beziehungen auf so einer oberflächlichen Ebene statt. Und auch bei Gott. Wir beten halt mal schnell, damit unser Gewissen beruhigt ist und so Zeit, ja Gott, gut, danke, dass es dich gibt und danke, dass du mir heute hilfst und dass du mich segnest und ach, jetzt muss ich aber schon wieder weiter und tschüss. Und wir verpassen dann dieses Innige, ja, das, diese echte Koinonia, die Gott sich wünscht. Und in der Koinonia geht es eben um das Sein, also Sein groß geschrieben. Das, nicht um das Tun oder das, was wir tun und womit wir uns manchmal definieren, unsere Handlungen, unser Können, unser Wissen, das ist nicht das Entscheidende, sondern wer du einfach bist. Und das ist das Entscheidende in der Gemeinschaft. Als Gott sich dem Mose geoffenbart hat, da hat er nicht gesagt, also Mose, pass mal auf, schau mal, was ich schon alles gemacht habe. Ich habe diese ganze Erde geschaffen und ich habe die Tiere geschaffen und ich habe dich geschaffen und was weiß ich. Sondern er hat einfach gesagt, ich bin, der ich bin. Ich bin einfach. Ich bin so, wie ich bin und so will ich dir begegnen. Oh. Und das Schöne ist, in der Gemeinschaft mit Gott darfst du auch sein, bin. Du bist dann auch der, du bist. Du kommst einfach als der, der du bist. Und du bist total einzigartig. Ja? Du musst nicht irgendwas sein wie andere, sondern du bist einfach, wie du bist. Und Gott sagt, das ist in Ordnung. Halleluja. Und in der Gegenwart und dieser Gemeinschaft mit Gott sollen wir zur Ruhe kommen, zu diesem Punkt kommen, dass wir wirklich nach Hause kommen, zu wissen, ich bin jetzt da, wo ich hingehöre. Bei Gott, bei meinem Ursprung. Er hat mich geschaffen, aus seinem Herzen bin ich hervorgekommen und wenn ich zu ihm zurückkomme, dann komme ich einfach dahin, wo ich hingehöre, ja. Ich bin, der ich bin, sagt Gott. Ich bin einfach. Und in der Gemeinschaft erlebst du einfach, wer er ist, sein Wesen. Und da steckt auch das Wort wesentlich. Das ist das Wesentliche, worum es geht, dass wir das Wesen voneinander erkennen. Als Person gilt auch wieder für die Ehe oder für Beziehungen, ja,
dass wir einander wirklich kennenlernen. Und das ist so was Schönes, ja. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, steht geschrieben, Moment, ich lese es jetzt mal hier, Geliebter, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und mit anderen Worten sagt mir diese Schriftstelle, wenn ich sehe, wie Jesus ist, erkenne ich auch ein Stück mehr von dem, wer ich eigentlich bin, wozu ich eigentlich geschaffen bin, was eigentlich meine Bestimmung, meine Bedeutung ist, mein Wert. Und ich glaube, dass wir als Menschen den wahren Wert unseres Wesens nur im Angesicht Jesu Christi erkennen können. Weil wenn ich erkenne, der Sohn Gottes war es wert, sein Leben zu lassen für mich, wow, dann erkenne ich, wie wertvoll ich für ihn bin und wie wertvoll ich tatsächlich bin, ja. Und was mein Leben für eine Bedeutung hat. Dein Leben ist nicht sinnlos. Dein Leben ist nicht wertlos. Und werf es nicht einfach weg oder sag, ach, hat ja eh keine Bedeutung, was ich mache. Das ist so entscheidend, was du tust, dass du dich eins machst mit dem, der dich geschaffen hat. Halleluja. Und er bringt dich zur Fülle. Haben wir schon gelesen. Und er bringt uns eben in die vollkommene Freude auch hinein, dass wir echte Lebensfreude erleben. Und tatsächlich, als Christen, wir können das verpassen, diese Gemeinschaft, diese Koinonie. Man kann sein ganzes Leben Christ sein und vielleicht nie echte, tiefe Herzensgemeinschaft mit Gott erlebt haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns danach ausstrecken und zu sagen und echt Gott bestürmen und sagen, Herr, ich will in deine Gemeinschaft mit dir haben. Ich will zu dir kommen. Ich will mit dir Beziehung haben. Und Gott freut sich, wenn du da in dieser Weise kommst und wenn du ihn suchst. Es ist manchmal nicht so, dass das gleich der Himmel sich dann gleich öffnet und du gleich die Engel singen hörst und die Glocken läuten oder was weiß ich auch. Es ist wirklich ein Suchen manchmal, aber es lohnt sich. Gott wirklich zu suchen. Das liegt nicht daran, dass Gott sich versteckt, aber es liegt daran, dass wir erstmal, sag ich mal, eingetunt oder eingestimmt werden müssen auf Gottes Gemeinschaft, auf die Gegenwart Gottes. Ich habe gerade gesagt, man kann es tatsächlich verpassen. In Matthäus Kapitel 7, da gab es Leute, als sie zu Jesus gekommen sind, sie haben nur von ihren Taten gesprochen. Und das ist manchmal das, wo es eben daneben geht. Wir definieren uns oft an unseren Taten, an dem, was wir können, an dem, was wir geleistet haben. Und das ist natürlich gut. Und wir wollen uns für Gott zur Verfügung stellen. Wir wollen für ihn auch arbeiten und auf dieser Erde was tun. Dazu sind wir ja berufen. Aber das muss aus der Gemeinschaft herausgeschehen, ja. Ich lese es mal, Matthäus 7, 22. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Das ist super, wenn das passiert, wenn Dämonen ausgetrieben werden, Wunderwerke geschehen, ja. Und wenn geweissagt wird, prophetisch geredet wird, das suchen wir alles, danach trachten wir, das ist das, sagt die Bibel auch, wir dürfen nach den Gaben trachten und uns danach ausstrecken, aber wir dürfen nicht das vergessen, worum es dem Herrn tatsächlich geht. Und Vers 23, und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Es ist niemals ein Kennenlernen hat stattgefunden. Ja? Niemals eine echte Gemeinschaft, Beziehung, Begegnung hat stattgefunden. Also wenn man sich schon mal getroffen hätte, dann würde man sich ja kennen. Ja? Aber Jesus sagt, ich habe euch nicht gekannt, ich kenne euch gar nicht. Wer seid ihr? Natürlich kennt Jesus eigentlich uns, aber
Was er damit sagen will, ist, es hat nie dieses eigentliche Kennen stattgefunden. Und da ist auch das Wort Erkennen drin, in Kennen, Kennenlernen. Und es ist an der Zeit, dass wir als Volk Gottes unseren Gott kennenlernen. Sein Herz, sein innerstes Verlangen, ja? Seine Liebe, seine Gegenwart. Und er sagt sogar, weicht von mir, ihr Übeltäter. Wow, das ist ziemlich hart. Okay, ich will es einmal mit. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir in diese Gemeinschaft mit dem Herrn? Weil ich glaube, dass er für jeden da ist, dass er für jeden sich öffnen möchte, dass Gott für jeden da ist. Ja, jeder kann diese Gemeinschaft mit Gott erleben. Jeder soll das erleben, weil Gott sehnt sich nach jedem Menschen. Und ich gehe nochmal zurück in den 1. Johannesbrief, Kapitel 1. Wir haben ja dann noch die Verse 5 bis 7 gelesen. Ich musste nur kurz hier aufrufen. Und da heißt es, Moment, brauche auch noch eine andere Übersetzung hier. Und das ist die Botschaft, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht. Und in ihm ist keine Finsternis. Und das ist schon mal gut, ja. Wir alle lieben Licht. Ich glaube, ich weiß nicht, gibt es jemanden, der sagt, oh, ich liebe die Finsternis so sehr. Das ist so schön, wenn es so ganz dunkel ist und man gar nichts sieht. Ich glaube, es ist so, für die meisten Menschen ist es schöner, wenn es richtig hell ist, ja. Wenn Licht ist, wenn die Sonne scheint, ja. Und genauso ist Gott, ja. Er ist Licht. Er strahlt genau das aus. Und deswegen ist es schön, zu ihm zu kommen. Und er möchte wirklich, dass wir erkennen, wie attraktiv er ist. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Also es ist wichtig, wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben wollen, dass wir uns von der Finsternis abkehren und uns dem Licht zuwenden, ihm Gott zukehren. Wenn wir das tun, leben wir, also wenn wir sagen, wenn wir in der Finsternis bleiben und sagen, wir haben Gemeinschaft mit ihm, dann, wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Halleluja. Gott möchte, dass wir in sein Licht kommen. Sein Licht ist seine Wahrheit, seine Worte, seine Gebote auch. Einfach sein Wesen, dass wir zu ihm kommen und uns von der Finsternis, von den Dingen, die einfach gegen Gott sind, die Gott nicht mag, ja, dass wir uns von denen trennen und dass wir immer mehr in seinem Licht hineinkommen. Wir kommen in sein Licht, wenn wir seine Worte erkennen, das, was er uns zugesagt hat, seine Worte immer mehr verstehen, weil es heißt auch, dass seine Worte sind ein Licht auf unserem Weg, ja. Es ist wie eine Lampe auf unserem Weg. Sie geben uns das Licht, das, was Gott uns zugesprochen hat. Und je mehr wir seine Worte verstehen und ihn erkennen, desto mehr, und wir uns danach halten, ja, desto mehr leben wir in seinem Licht. Und ich verstehe das so, dass Jesus sagt, wenn du in dem Licht lebst, was du schon von mir verstanden hast, natürlich, keiner von uns hat das komplette Licht, das komplette Verständnis von Gott. Das wird eine Ewigkeit dauern, bis wir Gott wirklich erkannt haben. Aber er sagt hier, ich lese es nochmal, doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann in dem Licht, was du von Gott hast, ja, wenn du das bisschen, du musst nicht jetzt groß der Theologieprofessor sein, ja, um da jetzt mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber wenn du einfach da anfängst, wo du Gott erkannt hast, wo du Verständnis von Gott hast und da drin lebst
und es gebrauchst in deinem Leben und dich natürlich ausstreckst nach mehr von ihm, nach mehr Licht, ja, dann heißt es, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Dann haben wir zum einen Gemeinschaft mit ihm und dann werden wir auch Gemeinschaft untereinander haben. Das ist alles damit beinhaltet. Und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Halleluja. Das bedeutet auch dann, ja, wenn du eben mal aus dem Licht rausgefallen bist, wenn du doch irgendwie dich wieder mit Finsternis beschäftigt hast, aber du willst wieder zurückkommen in das Licht, wenn du wieder in sein Licht kommen willst, in diesem Licht leben willst, wenn du zurückkommen willst, deswegen ist auch gut, immer wieder umzukehren zu ihm. Halleluja. Wir wollen jetzt, deswegen haben wir heute die Anbetungszeit nach hinten verschoben, weil wir das jetzt praktizieren wollen. Ich weiß, ihr dürft nicht singen. Und das ist vielleicht heute sogar ganz gut so. Weil wir wollen Gemeinschaft mit Gott praktizieren. Nicht schon wieder, oh, ich singe für dich, Herr, ich tue was für dich, ich mache was für dich. Sondern dass du einfach sagst, Herr, ich will jetzt einfach Gemeinschaft mit dir haben. Ich will einfach jetzt Zeit mit dir verbringen. Und du bist eh schon da, ja, und du hast die Zeit ja schon eingeplant für den Gottesdienst. Und wir werden jetzt, das Team hier vorne, wir werden jetzt gleich in die Anbetung hineingehen. Und ihr dürft natürlich auch innerlich mit anbeten. Und, aber seht es als eine Zeit der Gemeinschaft mit ihm. Jetzt gar nicht, ja okay, wir tun jetzt wieder was für dich und wir müssen irgendwie aktiv werden, sondern ja, einfach, Herr, du und ich und wir treffen uns jetzt, wir begegnen einander. Und ich möchte noch beten, weil vielleicht gibt es ja Menschen hier, die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich in diesem Licht schon lebe, ob ich jemals wirklich diese echte Beziehung mit Gott schon erlebt habe. Und Jesus lädt dich heute ein und sagt, ich möchte, dass du bei mir bist. Das hat er sowieso gebetet. Das hat er gebetet, Vater, ich bete, dass die, die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Das ist Jesus Verlangen, dass du da bist, wo er ist. Du, der liebt dich wirklich. Wow, Jesus, ich bin immer wieder überwältigt von Jesus, wie real er ist und wie tief seine Liebe ist. Und er lädt dich heute ein. Und wenn du noch nicht da bist, wo er ist, dann sagt er, komm jetzt zu mir, an mein Herz. Und erkenne, und ich will dir zeigen, wer du wirklich bist, was deine Bestimmung ist, was ich für dich geplant habe, was dein Leben wirklich ausmachen soll. Und ich möchte jetzt einfach eine Gelegenheit geben, wirklich diesen Schritt zu tun auf Jesus zu, weil er sagt, wer den Namen des Herrn anruft, jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden, der wird erlöst werden, kommt in diese Gemeinschaft mit ihm, in diese Beziehung mit ihm, dass die Herzen erstmal aufeinander passen, zusammenpassen, ja. Und ich möchte einfach, dass wir vielleicht jetzt die Augen schließen und ich frage einfach, ist jemand hier, der sagt, ja, irgendwie habe ich noch nie so richtig diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott erlebt und ich sehne mich aber danach und ich will mein Leben Jesus hingeben und ich will das akzeptieren und annehmen, was er für mich getan hat, seine Gnade und Liebe, dann möchte ich jetzt mit dir beten, dass du genau das erlebst. Und wenn du da bist, dann heb einfach kurz die Hand, dass ich sehe, wenn du da bist, dass ich sehe, mit wem ich beten kann. Danke dir. Vielen Dank. Dankeschön. Ist noch jemand da, der sagt, ich brauche Jesus, diese enge, innige Beziehung? Vielleicht auch jemand? Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Amen. Halleluja. Vielleicht auch jemand zu Hause? Weil es geht nicht um ein religiöses Programm oder einen religiösen Ablauf, sondern es geht um diese innige Beziehung, wofür Jesus gekommen ist.
Halleluja. Ja, viele haben sich gemeldet. Danke dir auch. Und wir wollen jetzt zusammen beten. Vielleicht können wir zusammen kurz aufstehen. Beten dürft ihr ja, ja? Wir singen ja jetzt nicht. Und ich lade euch ein, dieses Gebet mit mir zusammen zu beten, einfach hinterher zu beten. Also nur dann, wenn du das natürlich mit deinem Herzen übereinstimmen kannst. Aber das ist sowas Entscheidendes, sowas Wichtiges, dass wir unser ganzes Herz ihm hingeben. Lieber Vater, ihr könnt es einfach wiederholen, wenn ich bete. Lieber Vater im Himmel, lieber Vater, ich danke dir so sehr, dass du dich nach mir ausgestreckt hast und dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast, damit ich errettet sein kann. Ich glaube in meinem Herzen, dass er all meine Schuld und Sünde getragen hat. Und lieber Herr Jesus, ich gebe dir jetzt mein Leben. Ich will ganz dir gehören. Und ich empfange deine Liebe in mein Herz und deinen Geist. Er komme in mich hinein. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist, dass ich jetzt dein Leben habe. Ich bitte dich, mach alles neu und nimm alles Alte weg. Und ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Amen. Halleluja. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir in diese Gemeinschaft mit Gott hineinkommen jetzt. Ich sage euch gleich mal im Voraus, welche Lieder wir singen. Wir werden jetzt singen, Jesus in meinem Haus. Das heißt, dass du erkennst, dass du dir bewusst machst, Jesus ist in dir. Amen. Er ist in deinem Haus, in deinem, das Haus, sagt die Bibel, ist auch unser Körper, ja. Wir singen dann, I give you glory, das heißt, ich gebe dir Ehre, Ehre, das ist einfach nur die Folge, dass wir Jesus Ehre geben, weil er uns versöhnt hat, weil er in uns lebt, ja, geben wir ihm Ehre. Dann singen wir, ich komme zu dir, Jesus, Vater aller Schöpfung, dass wir ihn anbeten, wer er ist, ich komme zu dir und bete an vor dir. Wir beten ihn an, verherrlichen ihn und dann singen wir Mittelpunkt, sei du der Mittelpunkt meines Lebens. Das ist nochmal Hingabe. Und am Schluss singen wir Waymaker. Und da heißt es, you are here, du bist hier. Und du bewegst dich an diesem Ort. Du bist der Wunderwirker, der Gott, der den Weg schafft und, wie heißt es dann? Light in the darkness, genau. Du bist das Licht in der Finsternis, dass wir ihn einfach nochmal der sein lassen, wer er ist, ja. Und darin die Gemeinschaft mit ihm feiern heute. Und ich lade euch jetzt ein, ja, einfach Gemeinschaft zu haben. Ja, das Team kann nach vorne kommen.